Willkommen zurück zu Let's Replay Spyro the Dragon. Wir sind in Haunted Towers mit 87%, haben hier aber 500 von 500 Edelsteinen und 3 Drachen und verpissen uns deswegen jetzt ganz schnell wieder aus diesem furchterregenden Level, was wir jetzt zu Genüge gesehen haben, beziehungsweise das weiß ich noch nicht, weil ich noch nicht weiß, wie ich die letzten Videos schneiden werde oder ob ich das als Bonusmaterial hinten dranhänge. Das wird davon abhängen, wie weit ich jetzt hier, oder wie schnell, besser gesagt, ich jetzt hier den Rest des Spiels schaffen werde. Demnach werde ich dann nämlich entscheiden, ob ich das, quasi alles als Bonusmaterial ranhänge, was ich da gefailt habe, oder ob ich das ganz chillig, easy ins normale Let's Play reinschneide. Mal schauen. So, ich muss hier rum zurück. Fällt mir ein. Ja. Und dann müssen wir jetzt noch den Jug besiegen. Von dem ich nicht mehr wirklich einen Plan habe, ist aber nicht so schlimm. Und dann geht's schon in die Welten von Nasty Nog. Das wird cool. So ein bisschen vielleicht. Ich denke mal, das sollte nicht mehr allzu lange dauern. Moment, ich muss glaube ich jetzt nochmal. Ne, muss ich nicht. Der Jack war doch nicht hier hinter, ne? Der war doch glaube ich da hinten. Ja, müsste. Hier müsste der gewesen sein. Richtig, richtig. Hier war der. Jack! Hallöchen. Früher habe ich den Jacques ausgesprochen, weil so, ich habe immer so Marquez im Kopf gehabt, aber das ist Spanisch. In dem Fall wäre es jetzt, glaube ich, eher Französisch, so wie Frère Jacques. So, ne? Ja, Bruder Jakob und so. Ach, das war. Ach, okay. Ja, die Welt war ganz interessant, aber nicht ganz einfach. Und hier sind leider auch wieder diese Zeit-Heinis, die das auch nicht gerade angenehm machen. So, was darf ich gegen euch machen? Ach so, ihr steht da drauf. Ich dachte, das gehört zu eurem Körper. Lol, okay. Gut. Ja, es ist gerade Samstag, der 30. Das heißt, morgen werden die Spyro Replays offiziell bei mir anfangen. Und ich habe das Spiel jetzt schon fast durch. Der Dennis streamt gerade. Allerdings Medal of Honor und das interessiert mich noch nicht so. Bei Crash 3 werde ich ein bisschen zuschauen. Den muss ich umrahmen, oder? Krasse Scheiße. Deswegen sage ich, die sind nicht ganz einfach. Die Welten, diese Welt, meine ich. Nicht ganz einfach. Aber gut. Hyrule Warriors habe ich heute auch schon aufgenommen, weil ich hatte keine Videos mehr. Machst du das hier hoch? Nee, ne? Oder? Macht er das? Komm doch mal her, Mensch. Sieht doch ein bisschen aus wie Tingle. Doch, der macht das hier hoch. Wundert mich gerade. Irgendwie habe ich hier irgendwie im Kopf, dass ich hier später noch hin muss. Dass ich jetzt noch nicht alles schaffen kann. Und ich bin so blöd, weil ich wieder die Tasten verwechsel. Meine Fresse. Man könnte jetzt sagen von wegen, ja, ist ja jetzt eh gleich vorbei, das Let's Play. Das heißt gleich, bald. Aber ändert nichts an der Tatsache, dass das in den alten, in den anderen Spielen ja auch nicht anders gehandhabt wird. Mit Springen und, ne? Feuer machen. Da ist es ja dieselbe Tastenkombination. So, genau. Und diese Plattform da kriege ich, meine ich, nur hin, wenn ich von der anderen Seite komme. Runter, nicht hin. Mein Gott, ich habe heute einfach überhaupt nicht die Sprachskills, ne? Also, es kann überhaupt nicht mich artikulieren. Richtig schlimm. Aber ich habe Bock aufzunehmen. Und vor allem habe ich heute mal Zeit. Das ist auch ein großer Faktor, der damit reinspielt. So, natürlich erstmal dich. Und wofür habe ich jetzt den anderen Pisser da vorne gebraucht? Wie gibt's denn hier? 400? 500. Natürlich. Natürlich gibt's 500. Ich glaube, der war nicht hierfür. Nee, okay. Okay. Weiter nach oben. Hier befindet sich, glaube ich, gleich ein Drache oder so. Auf so einer erhöhten Plattform oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich kann mich grob dran erinnern. Aber das ist es auch wirklich. Nicht mehr als grob. Komm, gib den Edelstein her. Dankeschön. Komme ich da jetzt rüber? Macht das Sinn? Nee, ne? Nee? Okay, gut. Muss ich erstmal nach da oben. War ja nicht gerade ein Gegner? Okay, ich habe schon richtige Hallus. Warum nicht? Ich muss auch unbedingt mal wieder Ratchet & Clank streamen, aber ich muss ja so mal wieder ein bisschen mehr streamen. Und ich habe auch Bock selber noch ein bisschen Crash zu zocken. Soll ich den Shit erst machen? Zumindest erstmal die Typen hier abfackeln.
Ach, den muss ich kaputt rammen. Ich wusste, dass das passiert und ich falle natürlich komplett runter. Geile Scheiße, ich hasse es. Meine Frau, natürlich wieder am Anfang der Welt, weil da ja kein scheiß Speicherpunkt war. Weil warum auch? Ist ja nicht 50 Meilen weg. Ist es wirklich nicht. Aber es kommt mir trotzdem so vor. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal da runter. Nein, Spyro! Ach, du bist doch kacke, Junge. Es kostet Zeit. Menno. Springen. Danke. So. Das sind doch Monster. Ach so, ich bin jetzt ja auch ein weiter vor. Ah, ich habe total den Überblick über die Welt verloren. Schön. So, hier war das doch erst. Und ich kann schon wieder den Sparks gebrauchen, gib her. So, bevor ich mich dem Shit da hinten widme, mache ich doch erstmal den Shit hier. Und ich hatte recht, hier ist ein Drache. Aber ich dachte eigentlich, hier wäre eine Erhöhung und nicht ein Weg nach unten. Aber okay. Aber da geht es irgendwie auch noch weiter, ne? Da ist der Endboss, glaube ich, sogar. Hast du einen Tipp für diesen Kampf? Tipp? Ein weißer Drache hat mir mal geraten, im Leben hochzuzielen und mich vor fliegenden Kisten in Acht zu nehmen. Ja, dann ist das doch der Boss, den ich dachte. Aber, ja. Den will ich dann noch nicht machen. Dann will ich doch erstmal den Rest da machen. Aber ich habe jetzt hier immerhin den Speicherpunkt schon mal. Der ist ja immer ein bisschen näher. Alter, ich sprach die Gastheniker, was geht ab? Der ist immerhin ein bisschen näher als der Anfang des Levels. Der ist weiter weg. So, wie kriege ich dich jetzt da runter? Kriege ich dich so? Ja, dich kriege ich so, wenn ich denn die richtige Taste drücken würde. Oh mein Gott! Das hat mir hier das Leben gerettet. Ein Leben geschenkt und das Leben gerettet. Ist das nicht toll? Das ist toll, in der Tat. Den hätte ich nicht mehr töten müssen. Ich hatte Edelsteine schon, okay. So, dann erstmal die Töpfe zerstören hier. Oh, soll ich da jetzt... Ja, ich gleite das mal rüber. Hol mir den Shit erstmal. Das war schon wieder verdammt knapp und gefährlich. Was genau machst du jetzt? Oder macht ihr jetzt, besser gesagt? Die werden jetzt den Turm doppelt ausfahren. Wie genau das aussehen wird, weiß ich aber nicht. Was bringt mir das vor allem? Verstehe ich noch nicht. Absolut nicht. Ich käme so zurück. Okay, aber auf die Seite käme ich ja auch normal. Hallo. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Da ist der andere. Boah, Alter. Dinger fucken ja so ab. Rüber! Oder so. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Was muss man hier nochmal tun? Da drüben ist... Ja, ja, gut. Klar. Von da kommt man auch nicht da hoch, ne? Ach, da gibt's... Ach so. Das habe ich nicht gesehen. Ja. Also ist mal wieder genau wie immer eigentlich hier in Spyro 1. In diesem Replay. Ich krieg's halt einfach nicht hin, mich ordentlich umzugucken. Beziehungsweise ich gucke mich halt einfach zu wenig um. Moho, Spyro! Boah, die Kamera ist aber gerade nicht nett. So, du stirbst, du stirbst. Jetzt habe ich auch endlich mal genug Zeit. Einfach mich mal umzugucken, Kamera zu drehen und hinzuspringen. So. Da haben wir auf jeden Fall schon mal den Schlüssel, den wir da hinten brauchen. Wenngleich ich noch nicht so ganz verstehe, warum ich diesen Sprung versuche. Wenngleich ich noch nicht ganz verstehe, was ist denn dann... Ei, da ist der Boss. Ich will da nicht hin. Wie ich denn dann da hochkomme. Meine Güte, ich hab's einfach wieder komplett vergessen. Wie eigentlich so ziemlich alles in diesem Spiel. Gerade die bösen Stellen habe ich leider vergessen. Ich weiß zwar, dass die böse waren, aber ich weiß leider nicht mehr, wie ich sie löse. Das hilft mir nicht. Stirbt! Du auch. Es war wieder verdammt riskant und knapp. Es bringt mir ja auch nichts, von da irgendwie rüber zu gleiten. Also absolut nicht. Und von hier aus komme ich doch da auch nicht rüber. Und ich komme auch nicht von da darüber. Das ist alles nicht so nett. Scheiße, ich hab's komplett vergessen. Komme ich da überhaupt? Ach, ich flieg lieber von da oben. Mister.
die lieber von hier oben drüber. Hallo. Treff den anderen auch noch. Danke. Ich bin echt ratlos. Geh nochmal zurück und hoffe, dass der dann doch irgendwie das auch aktiviert oder was weiß ich. Dass hier quasi schon einer von den Heinis, die hier rumstehen, für das Ding da hinten auch zuständig ist. Ich weiß es aber nicht. Der ändert daran gar nichts, ne? Fuck, wie war das denn? Mann, ich weiß es nicht. Boah, Mann, Kamera, bleib doch immer genau da stehen, wo ich dich haben will. Danke. Komme ich da irgendwie vom Boss aus hin? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach erstmal weiter. Vielleicht komme ich ja da doch noch irgendwie hin. Wobei, der hier hat noch gar keinen Sinn gemacht, oder? Der hat, glaube ich, echt nur überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja, okay. Ich hatte recht. Ah, Mann. Der ist aber auch so komplett deplatziert. Diese miesen Pisser. Unika, du mich auch. Danke, dass du mich befreit hast. Du klingst überhaupt nicht wie ein Unika oder ein Unika. Oder was auch immer das überhaupt für ein Name ist. Klingt ja fast, als würdest du mir irgendeinen Fruchtsaft andrehen und hättest irgendwie einen Buchstaben vergessen. Was haben wir denn jetzt hier für ein Shit und wofür warst du schon wieder zuständig? Egal, ich fackel dich ab und... Spring darüber, wollte ich sagen. Oh Gott, das ist... Oh mein Gott. Ich muss die da kaputt rammen, oder? Die Säcke hier. Nee, muss ich nicht. Ich muss sie nur kaputt flamen. Okay, alles gut. Ach, ich kann hier stehen. Oh mein Gott, ist das gut. Sehr gut. Das wäre sonst wieder ein Fest geworden. Aber so richtig. Und wir haben wieder ein Leben. Nummer 4 jetzt wieder. Das ist gut. Brauche ich. In den Nog-Welten werde ich auf jeden Fall noch Game Over gehen. Oder in Nasties Welten heißen sie ja eigentlich. So, nochmal dich töten. Ich hab doch gesagt, dich töten. Warum tust du das nicht? Ich war zu hoch. Mir ist scheißegal. Ich spüre auch, wenn 5 Meter von mir ein Feuer entfacht wird. Warum kratzen die Säcke da nicht ab, hä? Das sind ja keine Menschen. Mir doch scheißegal, was das für Dinger sind. Pepperlumps oder Wusels oder was weiß ich. Meine Fresse, jetzt war ich natürlich wieder zu weit weg. Boah, das ist so eine Drecksstelle, ne? Ich mag diese Welt nicht. Die letzte Bosswelt war viel cooler. Die hat Spaß gemacht. Die hier ist einfach nur Kacke. Hallo! Jetzt habe ich durch den durchgepustet oder was? Die anderen beiden okay. Da verstehe ich, wenn ich da zu weit rechts war. Aber den ersten hätte ich doch voll treffen müssen. Was soll denn der Scheiß eigentlich? Ja, geht doch. Meine Güte. Alter. So, Runde Nummer 10 oder so. Damit ich auch den letzten endlich treffe. So kann man es natürlich auch machen. Wäre zu einfach. Wow. Wow. Wieso habe ich den denn... Ich sag einfach nichts mehr dazu. So eine Scheiße, echt. Was mache ich denn da? Ich weiß ja, dass ich viel zu hoch bin. Warum versuche ich das denn? Ist das wieder qualitativ hochwertig, echt? Arschloch! So, meine Güte. Und uns fehlen trotzdem noch 209 Edelsteine. Und 101 Dalmatine. Ach, dafür ist das Ding da. Okay. Dann ergibt das auch endlich einen Sinn. Das gefällt mir. Wäre natürlich doch irgendwie ganz cool gewesen, wenn ich den Boss jetzt erst platt gemacht hätte. Dann wüsste ich nämlich, ob das jetzt hier der Rest ist oder nicht. Aber ich hoffe mal, dass es der Rest ist und es muss einfach der Rest sein. Beziehungsweise den Rest werden wir jetzt noch bei Jacques direkt kriegen. Alles andere wäre scheiße. Sehr scheiße. Dann muss ich den ganzen Shit nochmal hier durchlaufen und erkunden und sonst was. Da habe ich nicht so viel Lust drauf, tatsächlich. So, nee, ich will nicht speichern. Komme ich darüber?
Natürlich nicht. Schön. Toll. Und ich habe jetzt hier auch noch gespeichert gerade. Oh, ist das toll. Aber ich muss darüber kommen. Aber ich muss einfach nur da rechts hin. Dann klappt das auch alles. Mit den Nachbarn. Oh, ich mag diese Welt überhaupt nicht. Die ist so zum Kotzen. Hau doch ab, du kleiner Arsch. Ich will nichts von dir. Weder sexuell noch irgendwas kaufen. Den Sack da oben werde ich auch nicht mehr töten, bevor ich diese Welt verlasse. Also gar nicht mehr. Was mache ich da? Ich muss hier die ganze Runde fliegen jetzt, ne? Weil ich blöd bin. Nee, muss ich nicht, muss ich nicht. Dafür muss ich dich aber kaputt rammen. Arschloch! Wenn man wieder ein bisschen zu... Ich will nicht sagen übermotiviert ist, aber wenn man wieder ein bisschen zu blöd ist, um zu peilen, wo man hin muss. So, Jacques, komm hier. Ach so, ja. Der wirft ja mit lustigen Dingern auf mich. Deswegen heißt er wahrscheinlich auch Jack, von wegen Jack in the Box und so. Meine Güte. Wow. Ich bin ja so gut. Einmal darf ich noch getroffen werden. Ist das nicht toll? Nee, nicht so. So, dann wollen wir doch mal irgendwie dem folgen. Ist ja auch eigentlich nicht allzu schwierig. Nur ein bisschen ausweichen, aber das habe ich ja bei den Teufeln auch nie hinbekommen. Ich bin doch ausgewichen, du Nudel. Bist du tot? Ich glaube, er ist tot. Ja, er ist tot. Und das war der Rest, oder? Nee, mir fehlen noch 100. Hä? Wieso fehlen mir noch 100? Hallo, sammel den scheiß Edelstein ein. Okay, mir fehlen nur noch 75, aber... Ich hoffe, die sind da oben. Ja, sie sind da oben. Oh mein Gott. Verarscht mich halt mal. Okay, sehr schön. Aber ne, hier bekommt man auch einfach... knapp 200 Edelsteine einfach nur richtig hinterhergeschmissen. Während im Rest der Welt einfach so gar nichts ist an Edelsteinen. Das ist schon krass. Und wir haben 90% und die ersten 5 Welten komplett. Also ziemlich alle Welten, bis halt auf Nastys Welten. Die nochmal, ja, eine extra Welt an sich darstellen, die nicht wirklich als richtige Welt für mich zählen. Sondern eher so wie der geheime Warp Room Nummer 6 in Crash 3 oder sowas. Oder der geheime Warp Room in Crash 2. Warum will ich versuchen, die zu töten? Dabei gehe ich doch nur selber drauf. Ich muss jetzt irgendwie zum Ballonfahrer kommen, ohne platt gemacht zu werden. Wie ihr seht, es hat super funktioniert. Der Ballonfahrer war da hinten bei Jack auch in der Nähe. Weiß noch nicht mal, ob oben oder ob... Ich werde es rausfinden. Ich glaube, ich muss erstmal weiter nach da. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich muss auch noch nach oben, oder? Oder wie war das? Oder war der hier? Nee, schade. Ach nee, der war jetzt direkt hier, ne? Hier nach links. Ja, ja, genau. Ah, hervorragend. Hallo, ich habe keine Ahnung mehr, wie du heißt. Amos, ach ja, stimmt. So, das ist uns komplett. Peacekeepers komplett. Magic Crafters komplett. Die Beastmasters komplett. Und jetzt geht's in Nastys Welt. Nur, dass wir schon mal da sind. Dann geht's beim nächsten Mal hier richtig los. 3 Level und der Boss. Ich freue mich drauf. Und natürlich dann noch die Bonuswelt. Die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Aber wir haben schon mal 90%, das ist super. Wir haben gar nicht mal so krass lange gebraucht. Also ich erinnere nur noch mal gerne daran, dass ich verdammte 45 Parts im Original-Let's Play gebraucht habe. Und hier jetzt gerade bei, ja, ich weiß nicht, wie viele Parts bin. Entweder... 16, 17, 18, je nachdem, wie ich das eben jetzt geschnitten haben werde. Das muss ich mir nach der Aufnahme ganz genau überlegen. Aber wir werden trotzdem so um die 22 Videos insgesamt, denke ich mal, haben. Und das ist nicht schlecht. Wie viel gibt es denn hier? 100? Ne, 200. Aber ich erinnere mich auch, dass die Edelsteine auch teilweise noch in diesen Mäulern da drin waren. Ja gut, mehr Möglichkeiten gibt es hier auch nicht, wirklich. Was ist das eigentlich? Das ist ein... Nee, nett, das ist Nork Cove, okay. Wie war das denn? Naja, ich bin mal gespannt. Ich lasse mich überraschen. Befreie jetzt erstmal den Delben. Hey, habe ich dich nicht schon befreit? Du bist jetzt in Nasty Norks Welt, Spyro. Und du bist der Drache, der ihn besiegen muss. Auf geht's! Ich bin bereit! Finde den Ausgang in allen Nasty-Ländern. Dann kannst du den Nork selbst herausfordern. Jo, mach ich.
Aber erst beim nächsten Mal. 75 Drachen haben wir jetzt und hier sehen wir jetzt noch 4 tolle Levelportale. Weil ich mich gerade echt frage, wie das gemacht war. Norkhof haben wir hier, wie gesagt, Twilight Harbor. Ich meine, es gibt noch eine Nork-Welt, bin ich mir mal gar nicht sicher. Vielleicht stimmt das auch gar nicht. Dann noch den Nasty Nork selber und ein Tor muss eigentlich noch eine Geheimwelt sein, oder? Oder es wird da noch was erscheinen da auf der Seite. Das kann auch sein, ich weiß es nicht mehr. Ich lasse mich überraschen, freue mich auf Norkhof, auch wenn das ein bisschen schwierig wird. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ba-dum, ba-dum, ba-dum.